Okay, die Musik war wirklich ein bisschen, also ist wirklich ein bisschen laut, aber nicht so laut, wie ich befürchtet hatte. Das ist sehr schön. Dann können wir nämlich direkt weitermachen. So, jetzt habe ich selber mal ein bisschen, ne, damit ihr so auf den Geschmack kommt, wie qualitativ hochwertig die Hintergrundmusik ist. Ja. So, wir hatten gebraucht, haben wir Eisen, Bauen, Stein, meine ich doch. So, achso, ich kann gleich mal den nächsten Stein nachschmeißen. Her damit. Da haben wir nämlich genau 40. Das passt dann relativ gut. Was mache ich hier gerade? Nein, das da. So, 40 Steine. Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Wir haben 6, das 8 Mal, also 48. Haben wir ja schon fast beisammen. Perfekt. So, jetzt haben wir 48 Steine, müsste genau passen. Ach nee, wir brauchen noch ein bisschen mehr wie in der Treppe. Ach, Kacke. Ach, wisst ihr was? Komm. So. Haben wir ein bisschen gebackene Steine auf Vorrat, kann nicht schaden. Die Frage ist sowieso, wo bauen wir den Eingang eigentlich hin? Ich würde ihn gerne halt hier vorne so hinpacken, aber da hier in die Richtung ist halt nichts. Von daher wäre eigentlich das Front der Haus in die Richtung besser, weil da vorne ist auch die ganze andere Kacke und so. Von daher bin ich fast gewillt, die Haustür hier drin zu machen. Ja, ich glaube mal, das ist eine gute Idee. Okay, seit wann kann man das nur noch in eine Richtung bauen? Das irritiert mich gerade ein bisschen. So, wir haben jetzt 6 verbraucht, das heißt, wir brauchen noch mal 4 wieder. 1, 2, 3, 4. Passt ja perfekt. So. Müsste jetzt für den Außenring ganz genau reichen. Schnauze. Upsala. Siehst du, was ich ganz kürre? Ist ja nicht so, als wenn Baum hinter mir ein Baum war, aber pst, muss keiner erfahren. So. Sehr schön. Ja. Das war gekonnte Kunst. Ach, Ronny. Gehen wir noch mal in die Grundschule. Ich glaube, das hast du verdient. So, jetzt ist die Frage, wie teilen wir das Haus am besten auf? Ich würde hier in die Richtung halt gerne schon richtig Glasfront machen. Hier hinten hin, aber gerne auch, weil hier ist halt das große Meer. Ich würde mal sagen, hier die Ecke, die knallen wir komplett zu. Erstmal den Baum entfernen. Ne, das hier die Ecke, die wird komplett dicht gemacht. Das wird dann quasi unsere Schlafecke. Siehst du, wie hoch bauen wir das Haus überhaupt? 1, 2, 3, 4. Machen wir 5 hoch? Ja, doch, wir machen mal 5 hoch. Achso, wir brauchen noch mal Holz. Dann kann ich eigentlich den Baum hier direkt komplett abbauen. Der geht mir gerade sowieso so ein bisschen auf den Sack. Da brauche ich mal so eine kleine Axt hier, ne? Und dann, hat sich das mit dem Baum auch ausgebombt? Ich hoffe mal, der buttert hier nicht mehr ab, als gebraucht wird. Sollte aber eigentlich nicht passieren. Weil hier kommt er nicht ran und das gilt nicht als Holz. Also nicht als Baumstamm.
Von daher sollte eigentlich alles so machen, wie es richtig sein sollte. Ja, funktioniert. Perfekt. Sehr schön. Auf meine Mod ist er doch noch verlassen. Nee, also nicht meine Mod in dem Sinne, dass ich sie entwickelt habe, sondern dass ich sie halt gerne nutze. Weil sie halt so zuverlässig ist. So, 1, 2, 3, 4, 5. Wisst ihr was? Ne, komm, wir machen hier komplett. Ich habe gerade überlegt, ob wir hier so eine kleinen Spalt auflassen, quasi als ne, so eine Art, wie sagt man? Aber nee, machen wir nicht. Lass mal nicht machen. Okay, was halt auch eine geile Idee wäre. Okay, wir machen das ein bisschen anders. Ich mach mal hier doch komplett dicht. Ich brauche noch viel mehr Holz. Hier komplett dicht. Hallo? Danke. Hier vorne auch. So. So, und hier können wir dann noch ein kleines Fenster reinmachen. So, das was hier quasi ungefähr... ne, so ja. Bup. Dann können wir nämlich hier auf dieser Ebene so eine Zwischendecke einfügen. Die geht dann bis hier vorne, dass wir quasi hier in der Hälfte des Hauses quasi nochmal eine Zwischendecke haben. Wo wir dann hier oben wieder so Schlafplatz und sowas drauf haben. Und die Ecke hier, die wird komplett verglast. Also die Seite wird komplett verglast und bleibt dann auch offen. Das wäre doch eine geile Sache, oder? Ist das eine geile Sache oder nicht? Ihr müsst doch schon was sagen. Auf jeden Fall brauchen wir viel mehr Holz. Wir brauchen scheiße viel Holz, brauchen wir. Wie viel Holz haben wir noch? Wir haben gar kein Holz mehr. Ach. Okay, dann bauen wir uns mal... Ja. Machen wir nicht. Du kommst ab. Du kommst ab. Der ganze Kacke kommt da alle weg. Wir laufen um die Insel, wir laufen um die Insel. Leider musste ich die ganze Zeit die Kriechtaste gedrückt halten. So, kommen wir doch noch da vorne hin. Ah doch, wir haben ja hier diesen wunderschönen Wall gebaut. Müsste ihr nicht mittlerweile dieses Mostly Cobblestone sein? Ist doch hier ist doch Wasser in der Nähe. Verstehe ich gar nicht. So, hier ist unser Skydeck. Easy. So, dann ist hier vorne der letzte Baum und dann haben wir alle Bäume abgefällt. Also außer den Kirschblütenbaum da vorne, aber der ist jetzt mal außen vor. So, dann können wir jetzt mal anfangen, die ersten Sachen einzusammeln. Ja, wir brauchen noch Erde. Stimmt, die Erde müssen wir auch noch in die andere Kiste packen. Das wäre schade drum, wenn die hier einfach so verschwinden.
So, sehr schön. Hier ist nochmal alles weg. Dann müssen jetzt die anderen Bäume auch bald fallen. So, jetzt haben wir natürlich auch wieder massig Blätter. Aber dafür haben wir auch massig Holz. So, und hier hinten, hier kommt dann richtig schon eine Holzfarm hin. Also Bäume halt. Die sieht man dann ja von unserem Zuhause aus eh nicht. Ich versuche das hier zu bauen, aber ja. So, gleich geschafft. Und fertig! Geilomato! Ach, ich liebe diese Woodcutting-Mod. Die ist so schön. Okay, dann haben wir wieder genug Holz. Weitermachen. Jo. Können wir also direkt loslegen. Ja, das... Hallo? Hallo? Okay, ist es noch drauf oder haben wir es bereits eingesammelt? Keine Ahnung. So. Obwohl, nee, genau, wir haben wieder 82. Hatten wir auch gerade davor gehabt. Sollte also alles gehabt sein. Zu tun sein. Den Baum lassen wir hier direkt sogar stehen. Der ergänzt die Aussicht quasi. So. Oh, tja, tja. Okay. Dann, achso, jetzt noch was essen. So. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5, genau. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr schön. Ach, siehst du, was auch noch massig gebrochen ist? Ist Sand. Mal gucken, wie weit der Sand, den wir bereits haben, reicht. Ich werde aber gleich mal hinten rüber gehen. Oder nee, ich baue es hier unten ab. Hier unten im Wasser brauchen wir sowieso keinen Sand. Beim Strand, da sieht es dann schneller scheiße aus. Dafür müssen wir hier im Wasser drauf aufpassen, dass wir nicht ersticken. Bauen Sand den ganzen Tag. Wir können doch gleich ein bisschen Lehm abbauen. Nee. So, sollte jetzt aber auch wirklich reichen langsam. Ah,
Immer wenn man sich übernimmt und denkt, ja, man ist ja eh gleich fertig, das schaffe ich noch. Ja. Doch dann kommt die Atemnot. Erst kommt die Atemnot und dann ist man tot. So, danke schön. Renner mit dir. Okay, wir haben Glas. Das müssen wir natürlich noch präferieren, präfektieren, preordonieren. Was? Nee, komm. Danke. Das könnte sogar schon fast reichen. Ich lasse das mal hier raus. Dankeschön. Vielleicht tut das sogar schon reichen. Bezweifle ich zwar irgendwie, aber... Nee, ist recht nicht. Kann ich vergessen. Oh Gott, jetzt kommt wieder das mit dem komischen Zeigeproblem. Warum gehe ich nicht längst in Rente? Ich verstehe das nicht. Vor allem kommt man doch schlecht drauf. Ah, fuck. Hey. Achso, ja, weil ich hochspringen musste rein. Ach, komm jetzt. Oh. Kompliziert. Naja, wenigstens ist das immer nur, wenn man schon eine Weile gespielt hat oder beziehungsweise man sich schon ein paar Mal rumgedreht hat, wo quasi mit jeder Bewegung, die man macht, wird das immer ungenauer. Das heißt, wenn man gerade frisch gestartet ist, ist es noch super genau. Da sieht man, ist noch perfekt. Man darf sich halt nur nicht so viel rumdrehen. Ob es beim Rumlaufen auch noch auch schon so ist, habe ich noch nicht validiert. Aber auf jeden Fall beim Rumdrehen. Da ist es wohl besonders heftig scheiße. Achso, nee, ich wollte das Dach ja so bauen, dass es in die Richtung geht. Also quasi so hoch und dann so wieder runter. Das heißt, die Querbalken müssen noch in die Richtung hier gehen. Ich muss immer darauf achten, dass wenn ich quasi hier oben bin, so, dann nicht mehr springe und erst dann runtergehe, weil wenn ich hier unnormal springe und dann runtergehe, dann ist es halt bereits so hoch, dass ich den Fallschaden bekomme. Und das ist nicht gesund. Ist jetzt schon wieder ungenau. Ich sehe jetzt schon auf die Glasscheibe. Und jetzt schon nicht mehr. Alter, ich habe mich gerade mal 90 Grad gedreht, ungefähr so, keine Ahnung. Das ist ja abartig. Ei. Bumm, out. Komm jetzt. Zähl doch mal. Das Objekt Ronny ist verstorben. So, da haben wir es ja gleich geschafft hier. Unser schönen Glaspalast. Und das Glas reicht tatsächlich aus. Hätte ich ja nicht gedacht. Aber normalerweise unterschätze ich mich beim Glas immer und produziere immer weniger, als ich brauche. Aber diesmal nicht. So, jetzt kommen hier die Querbalken drauf. Alter, ich muss aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Genau das wollte ich vermeiden. Da war ja was.
Am besten baue ich mir mal mit ein bisschen Erde eine Treppe nach oben, damit ich dann nicht immer so... Ja eben, anders komme ich jetzt sowieso nicht mehr rauf. Ich brauche jetzt eine Treppe nach oben. Aber vorher... brauche ich mal ein paar Türen. Ja, das ist genau das, was ich wollte. So. Perfekt. Okay. Wo ist mein Holz? Ach ja. Da. Perfekt. Im Sprung zu bauen ist eine Wissenschaft für sich. Ein Schäfchen. Oh, ich finde die am süßesten. Also zumindest von den Tieren, die wir bisher schon gesehen haben. Kann das sein, dass es auch Gras ist? Oder weil die braunen Flecke, diese garantiert vom Schaf. Könnte ich fast mitwetten. Oh. Mann, ich brauche ein scheiß Fernglas. Scheiß die Wand dann. So, jetzt die Frage, wie bauen wir jetzt hier weiter? Schöne Gegend, schöne Gegend. Ups, ich habe noch gar keine Bäume gebaut. Ich wollte Bäume gebaut. Bäume gepflanzt. Ich wollte hier eine Holzlager machen und so. Beim Holzlager wäre sinnvoll, auch ein paar Bäume zu pflanzen. Sonst wird das mit dem Lager eher nicht so. Von daher würde ich mal sagen, wir machen mal... Ach komm, ich mache jetzt einfach mal auf Massenproduktion. So, eng genug, sonst wachsen die sowieso nicht mehr. Ha, ah ne. Was? Hä? Was war das jetzt gerade? Whatever. Welch schöne Aussicht. Vor allem auch kein hässlicher Glasback, ne? So wie bei unserer anderen Wohnung. Wo man denn durch das Glas das Wasser nicht mehr sieht. Das tritt hier zum Glück gerade nicht auf. Kann natürlich auch sein, dass der Fehler jetzt allgemein gefixt wurde. Dass der Fehler gar nicht mehr besteht. Da müsste ich mal in unserer Kreativhütte mal drauf achten. So, wie gesagt, jetzt die Frage, wie bauen wir das Dach hier weiter? Ich würde hier am liebsten doch noch mal so einen Querbalken langziehen. Und das Ganze noch optisch ein bisschen abzugrenzen und in dem Zuge dann auch noch mal so hier und so hier. Vor allem, das ist das erste Haus, wo ich das Dach quer zum Eingang baue. Wobei ich weiß gerade gar nicht, ob es wirklich das erste Haus ist. Zumindest ist das erste Haus, wo ich bewusst das mitbekomme. Schäfchen. Wir lieben dich alle. Stirb mal bitte. Hier, komm mal. Oh, kann ich wirklich füttern? Das soll ein Schaf sein? Dieses Tier ist schon was? Brünftig? Was ist brünftig? Was? Das war sehr komische Essgeräusche. Ach, das hat gerade das Gras gegessen. Jo, leckt doch am Arsch. So, was soll ich jetzt gerade? Achso, genau, Holz. Wir brauchen mehr Holz. Ach, scheiß Bäume wachsen, Mann. We need more what geht denn ab? We need more what geht denn ab? Damn. Nein. Ach komm, so. Umso mehr Holz, umso besser. So. Und noch besser wäre es, wenn es verwachsen würde. Scheiß Gewindel hier. Hm.
Wachs. Oh, immer auf das Holz warten hier. So. Kupfer. Wir haben aber noch keinen Zinn. Das heißt, wir können damit noch gar nicht anfangen. So. Das heißt, es bleibt nicht alles übrig, als Steinäxte zu bauen. Schade eigentlich. Aber für Steinwerkzeuge haben wir noch nicht die nötigen Ressourcen. Für Eisenwerkzeuge haben wir noch nicht die benötigten Ressourcen. So. Kann man jetzt hier mit irgendeinem Baum wachsen? Ich gehe gleich rüber zur Nachbarinsel. Und klaut da mal ein bisschen was. Wie das halt einfach drei Jahre. Was? Alter, macht das Viech einen Krach? Da platzt mir fast Trommelfell, wenn der was isst. Ich meine, ich mache auch nicht so Lärm, wenn ich sowas was esse, oder? So, die Harke haben wir dabei. Dann mache ich mal hier noch ein paar Felder. So ungefähr. Bam, bam, bam. Und hier nochmal Feld. Am besten auch gleich drei. Hat sich doch schon direkt gelohnt. Na, noch einer hier vielleicht, ne? Ha? Freiwillige vor? Die Idioten. Warum magst du diese Bäume nicht? Okay, wir gehen mal kurz zur Nachbarinsel. Und dann, obwohl, ich glaube mal, wir machen eher Folgenpause. Und beten, dass bis zur nächsten Folge hier alles gewachsen ist. Also nicht alles, aber wenigstens ein Baum. Na gut, in dem Sinne, schau mit V. Bis dann.